Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dreadout. So, wo waren diese kleinen hässlichen Viecher? Was hat der mir für einen Tipp gegeben? Ich soll mit F oder B meine Umgebung erhellen. Naja, scheint nicht ganz so fu zu funktionieren, wie ich mir das erhofft habe. So, in der letzten Folge bin ich hier gestorben. Oder wie Mikey sagen würden, gesterbstet. Und jetzt müsste doch dieser dicke, hässliche Glatzkopf kommen. Und diesmal möchte ich, dass du mich nicht killst. So. Ja. So. So, bitte geh gleich down. Noch ein bisschen. So, jetzt ist er weg. Hab's geschafft, ihn zu eliminieren. Der Geist ist weg. Und wir können uns wieder bewegen. Warum geht sie jetzt nur? Wo guckst du hin? Ja, ist schon eine Weile her, dass ich das hier gespielt habe und habe mich mal wieder entschieden, das hier weiterzuspielen. Aber sie läuft jetzt. Was heißt denn das nochmal? Oh Mann. Irgendwo ist hier ein. Ein Hinweis? Ein Geist? Alter, was war denn das nochmal? Entschuldigung, aber. Die Tasche? E. Gefunden. Lindas Tasche. Smartphone, Tagebuch, Schlüsselbund. Lindas Tasche. Verstaut alles, was man unterwegs so braucht. Taste drücken, um fortzufahren. Okay, wer war jetzt Linda? Ich glaube, Linda war eine Freundin, oder? Jetzt wird es hier immer noch angezeigt. Das verwirrt mich immer. So, man zeigt mir hier was an. So. Ich sag oft so, ja, guck hier, das jetzt wieder. Heißt jetzt weiß. Weiß war doch irgendwie. Ich habe einen Ring gefunden. Ein seltsamer Fingerschmuck, der vor mystischer Energie pulsiert. Das sind so Schutzdinger, ne? Okay. Sonst ist hier nichts. Ich lauf mal weiter. Sieht ein bisschen aus wie eine Sackgasse. Scheiße, wie kann ich denn kriechen? What? Ah, das meinen die. Guck mal. Aber da komme ich doch, da komme ich doch durch. Hä, nee, warte mal. Ja. Moment, ich mache mal eine kurze Pause. Ich bin gleich wieder da, weil ich muss mal eben gucken, wie ich hier kriege. Ich habe keinen Plan. Moment.